Legen. So, Aufnahme startet und jetzt ein, ja, herzlich willkommen, ein offizielles Hallo und in die Runde. Wir haben ja heute ein besonderes Thema und dieses Thema lautet ja letztendlich, was ist zu tun, wenn du mit der Größe deines Business aktuell einfach noch nicht zufrieden bist? Ich glaube, wir haben das alle gemeinsam. Alle sind wir noch nicht zufrieden mit der Größe unseres Business. Das hat derjenige gemeinsam, der heute ganz neu startet. Aber das geht natürlich auch mir so, das geht Taylor so, das geht jedem Pearl so, jedem Jade so und jedem in dieser kompletten Runde. Also das Positive an dich ist, du bist damit nicht allein. So, das heißt, jetzt geht es wirklich darum, was kann man aber tun, um diese Situation zu ändern? Also was kann man tun, um sein Business auf das Level zu bekommen, was man sich wirklich vorstellt? Selbstverständlich strebt man immer, das ist ja, wenn man ehrgeizig ist, immer nach mehr, ist ja klar. Aber jetzt geht es in erster Linie mal darum, wie kannst du das Ganze so in die Gänge bekommen, dass du ein Level erreichst, wo du wirklich mit zufrieden bist, wo du sagst, okay, jetzt geht es so langsam in die Richtung, wie ich mir das Ganze vorstelle, in die Richtung, weshalb ich hier angetreten bin und, und. Ich liebe diese Themen, warum? Weil sie immer für jeden passen. So, das heißt, wir haben ja heute hier unterschiedliche Webinar-Teilnehmer. Wir haben jemanden, der hat sich heute registriert, startet gerade ganz frisch. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Und es gibt aber auch Leute, die sind schon ein Vierteljahr dabei. Es gibt aber auch Leute, die sind schon 3 Jahre dabei oder vielleicht schon 5 Jahre im Network-Marketing und sind letztendlich aber genauso weit, dass sie sagen, hey, komm, ich bin einfach noch nicht ganz mit der Größe meines Business zufrieden. So, jetzt sehen wir auch, Taylor ist hier mit am Start. Erstmal herzlich willkommen an dich, Taylor. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe gerade eben gesagt, ich habe keine Ahnung, wo du dich gerade befindest. Vielleicht kannst du uns hier gerade ein Update geben. Also ich bin zu Hause in meiner Heimat in der wunderschönen Pfalz. Wo rennst du gerade rum aktuell? Ach, okay, ich muss dich freischalten. Augenblick, das bekommen wir hin. Moment. So, wenn ich dich finde als Teilnehmer. Mit welchem Namen hast du dich eingeloggt? Weißt du das? Moment. So. Ich kann mich auch einfach selber unmuten. Alles gut. Ja, okay, perfekt. Gut. Super. ja, gute Frage. Ich weiß manchmal selber nicht, wo ich bin. wir waren gerade beim Unity Global Launch in der Türkei mit unseren neuen Top-Leadern dort. Der ein oder andere hat es ja gesehen mit dem Flyer. Ein super cooles Event in der Türkei gehabt. Und wir sind jetzt in unserem mehr oder weniger Headquarter in München. wir haben hier gerade am Nebentisch hier drüben, sitzen auch hier drüben. Küffi, da drüben Marco, Gösel, alle mit dabei. Also von daher, ja, wir sind ready. Ja, dann schon mal liebe Grüße in dieser Runde. Und ihr habt ja eine richtig coole Truppe zusammen, ein richtiges Momentum aktuell auch genau. Und deswegen freue ich mich auch, dass du heute als Special Guest da bist, letztendlich zu dem Thema, was ist zu tun, wenn du mit der Größe deines Business noch nicht zufrieden bist. Und jetzt ist natürlich klar, für jeden Einzelnen vollkommen egal, wo man steht. Man muss natürlich immer erkennen, dass alles bei einem selbst beginnt. Ich glaube, das ist schon mal die Basis überhaupt, was auch aus meiner Sicht die gute Nachricht ist. Das heißt, wenn du wirklich so sagst, komm, ich bin noch nicht zufrieden, wie es aktuell alles aussieht, dann ist wirklich die positive Nachricht, dass du die Person bist, die das Ganze ändern kann und entscheiden kann. Und das ist so etwas, was mich immer beruhigt, weil wenn ich etwas selber in der Hand habe, dann ist es ja sehr beruhigend, weil dann muss man es ja in Anführungszeichen nur tun. Und das ist etwas ganz Tolles. Nur heute soll es darum gehen, was ist denn zu tun? Was sollte man tun? Mit welchen vielleicht Tipps oder Tricks kann man auch selber arbeiten? Also ich zum Beispiel für meine Person, ich habe es wieder gestern Abend gemerkt, ich liebe halt Events. Und du gehst auf ein Meeting, du gehst auf ein Event und ich beschreibe es mal einfach aus meiner Sicht. Du bist zu Hause und denkst, wir müssen mehr tun, wir müssen was machen, wir überlegen, wie wir Gas geben. Und dann gehst du aufs Event und du siehst die Leute und du siehst letztendlich die Energie, du spürst die Energie, du saugst die Energie auf, du hörst den anderen Referenten zu, hast dann wieder plötzlich einen Geistesblitz, wieder eine Idee, oh Mensch, das mache ich so, das kann ich so machen. Und bist wieder plötzlich voller Motivation und würdest am liebsten noch im Meeting direkt Vollgas geben. Und so geht es mir immer und einfach komplett losstarten. Deswegen ist mein erster Tipp an euch, vollkommen egal, wo ihr gerade steht, aber jeder, der jetzt sagt, der möchte sein Business aufs nächste Level heben, geht einfach auf das nächste Event. Und damit meine ich jetzt nicht die GoPro Recruiting Mastery in Las Vegas oder das Unity Global Kickoff Event im Januar, sondern ich meine das nächste Event im Umkreis irgendwo bei dir von 200 Kilometer und geh einfach
rein in unsere app.unityglobalworld.com. Schau, was ist in deiner Nähe heute Abend vermutlich nicht mehr, morgen Abend, übermorgen, und dann geh einfach dahin. Integrier dich in dieses, letztendlich in das Team, was vor Ort ist, und tu vor allen Dingen eins, tu unser, ja, Jeunesse Mission Statement leben, nämlich sich gegenseitig unterstützen, das volle Potenzial zu entfalten. Und ich glaube einfach, dass wenn wir es schaffen, wenn wir noch nicht zufrieden sind, bleiben wir bei einem Thema mit der Größe des Business, dann liegt es einfach daran, dass wir unser volles Potenzial noch nicht entfalten. So, das heißt, unser volles Potenzial im Bereich des Recruitings, unser volles Potenzial im Bereich der Duplikation, unser volles Potenzial, einfach das Geschäft weiter auszubauen, nutzen wir noch nicht. Und wenn wir jetzt aber das Statement haben, dass wir sagen, okay, wir unterstützen uns gegenseitig, um das volle Potenzial zu entfalten, dann bedeutet das ja, wir müssen uns mit den anderen treffen. Wir müssen dahin gehen. So, das bedeutet, man geht hin, man connectet sich und geht dann aber nicht hin und setzt sich so in die Ecke, guckt sich den Vortrag an und geht dann danach wieder heim, sondern wenn du mal so ein bisschen ins Leadership schaust, und da kannst du, Taylor, vielleicht ein bisschen was noch sagen, weil du bist aus meiner Sicht da der Beste, den wir in Unity Global haben, weil wenn man bei dir schaut, du sitzt mit Calvin da, du fährst bei Calvin, bist du ja zu ihm nach Hause gegangen, hast dich da mit ihm connected, du verbringst sehr viel Zeit mit Daniel, verbringst sehr viel Zeit mit Fabian, stehst gut mit Mark McDonald, mit allen drum und dran, und bist jemand, der das einfach richtig lebt, sich zu connecten und auch von den Menschen letztendlich zu lernen. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dieses Mission Statement zu leben, sich gegenseitig zu unterstützen, das volle Potenzial zu entfalten, und vor allen Dingen, wie siehst du die Hohlschuld? Also was sollte der Partner, der jetzt heute Abend, das sind jetzt übrigens 108 Teilnehmer auf diesem Webinar, was sollte der Partner deiner Meinung nach tun, um sich bestmöglichst zu connecten und bestmöglichst mit den Menschen auszutauschen? So, erst einmal nochmal einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite aus. Hier wird der Call immer voller und immer voller. Über 100 Leute mittlerweile hier drin. Sehr, sehr cool. Relativ spontan, da wir das ja tatsächlich heute Morgen oder gestern Abend erst promoted haben. Und erst einmal, als Marco eben gerade am Anfang genau darüber gesprochen hat, dass es jedem so geht. Also es ist komplett egal, ob du gerade Executive bist, ob du Gang hast, ob du Diamond Director bist oder ob du Triple irgendwie Diamond Director bist, was auch immer. Es ist immer so, dass man mit der eigentlichen Leistung, wie es gerade ist, meistens unzufrieden ist. Und es geht meistens auch viel zu langsam für alle, weil man irgendwie am liebsten schon irgendwie letzte Woche Diamond geworden ist oder geworden wäre. Und bei mir war es immer so, in den letzten jetzt 3 Jahren, ich bin jetzt fast 3 Jahre bei Jeunesse, war es immer so, dass ich immer wollte, dass es noch schneller geht. Und ich war immer unzufrieden mit dem eigentlichen Ergebnis, was ich schon hatte. Und ich habe immer vergessen eigentlich, dass ich an dem Punkt, wo ich jetzt schon gerade stehe, eigentlich da schon stolz drauf sein kann. Weil wir kennen die Zahlen von Eric Worre. Sponsorst du irgendwie mal mindestens eine Person, bist du schon mal besser als 70% der anderen im Network-Marketing. Weil die meisten Leute, 70% derjenigen, die im Network-Marketing sponsern, halt eben einfach mal keinen. Jetzt ist es allerdings so, und das ist eigentlich die wichtigste Sache von allen, dass die meisten Menschen Network Marketing die Schuld dafür geben, dass sie nicht erfolgreich sind, aber diejenigen, die die Schuld eigentlich innehaben, seid ihr selbst. Warum? Es darf hier jeder erfolgreich werden. Es ist nicht so, dass wir sagen, Marco, du heute, irgendwie Sabrina, du nächste Woche, René, du dann, der dann. Nein, jeder kann dann entscheiden, wann man erfolgreich im Network Marketing wird. Und das ist abhängig von einer einzigen Sache. Wie oft sprichst du über die Produkte und die Möglichkeit deiner Firma? Wie oft tust du es einmal die Woche, bekommst du auch nur einmal die Woche ein Ergebnis? Tust du es 10-mal die Woche, bekommst du 10-mal die Woche ein Ergebnis? Tust du es 100 Male am Tag, bekommst du hunderte und tausend Ergebnisse die Woche. Und das musst du dir einmal hier oben wirklich verinnerlichen. Ich habe angefangen, damals tägliche Präsentationen zu machen. Jeden einzelnen Tag, kein Scheiß, mir den Laptop geschnappt, jemanden eingeladen auf einen Kaffee oder zum Mittagessen oder zum Abendessen. Ich habe meinen Laptop hier mitgenommen, habe die PDF-Datei oder beziehungsweise die PowerPoint-Datei aufgemacht, habe erklärt, hier, Randy, Wendy und Sandy, die haben die Firma irgendwann mal gegründet. Dann haben wir das Serum, das war die Story dahinter. Hier haben wir die Produkte, das ist der Kombinationsplan. Du, ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wo siehst du dich? Ja, ich bin eher so auf einer 6, weiß man nicht so ganz. Alles klar, was brauchst du von einer 6 auf eine 7 zu kommen? Ja, ich habe den Kombinationsplan noch nicht verstanden. Kein Problem. Habe ich mir eine Serviette geschnappt, habe angefangen, den Kombinationsplan aufzumalen. Dann war er auf einer 7. Ich sage, was brauchst du, um auf eine 8 zu kommen?
Ja, aber ja, ich weiß dann nicht. Und die Doktor, funktioniert das auch alles? Du, pass mal auf, ich habe so eine Instant the Ageless-Geschichte dabei. Lass mich das mal 2 Minuten mal ganz kurz ausschwimmen. Bam, du wirst sehen, es wird funktionieren. Wenn du das mal regelmäßig tust, du wirst sehen, was für Ergebnisse bei rumkommen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel bei mir aus dem Team. Sven Serkowski, der bei mir in Dubai das größte Team dort unten führt, hat gerade eine Veranstaltung gemacht mit irgendwie 150 Leuten. Alleine hat Teams mittlerweile, die nicht nur in Dubai sind, sondern irgendwie in die ganze Welt streuen. Und der hat damals zu mir gesagt, Taylor, ich war damals Cepha Elite, Taylor, wie schaffe ich es, Cepha Elite zu werden? Weil er auch unzufrieden war mit der Situation. Er war irgendwie, ich glaube, gerade Jade hatte irgendwie ein paar Leute eingetragen. Es war aber keine wirkliche Duplikation mit dabei. Es war irgendwie ein bisschen schwierig. Ich sage zunächst einmal, lieber Sven, tust du nicht genug, um überhaupt den nächsten Schritt bekommen zu können? Also du tust einfach nicht genug, du gibst nicht genug in das Spiel rein, um überhaupt was rauszubekommen. Das bedeutet, du musst mehr Präsentation tun. Du musst mehr Präsentation machen. Das bedeutet, du musst mit mehr Menschen über das Geschäft und die Produkte sprechen. Wenn du das tust, bekommst du auch automatisch mehr Ergebnisse. Und ich glaube, das ist die Quintessenz von jeglichem Erfolg im Network Marketing. Weil unsere Hauptaufgabe, wenn es einen Arbeitsvertrag geben würde, zwischen der Firma Jeunesse Global und dir als unabhängiger Vertriebspartner, wenn es einen Vertrag geben würde, dann würde da drin stehen, sprich über uns. Nichts anderes. Das wäre deine tägliche Aufgabe, sprich über uns. Und dann hast du die Chance, hinzugehen und tatsächlich die ersten Ergebnisse zu bekommen. Und hier ist das Ding. Ich sehe ganz oft den Punkt bei mir im Team. Und Marco, du kannst das bestimmt 100% bestätigen. Ich meine, du hast in einem anderen Network-Marketing-Unternehmen auch schon sehr wahnsinnig viel Geld verdient. Bist bei Jeunesse einer der Top-Führungskräfte. Und es ist immer wieder der Punkt, dass Leute fragen, ja, wie schaffe ich es denn mal 10.000 Euro zu verdienen? Wie schaffe ich es denn mal meine ersten 1.000 Euro zu verdienen? Wie schaffe ich es denn mal das zu machen, das zu machen? Und dann fragst du sie die Gegenfrage. Wie oft hast du in den letzten 24 Stunden, wie oft hast du in den letzten 48 Stunden, wie oft hast du in den letzten 10 Tagen über das Produkt und die Firma gesprochen? Wie oft? Ja, die Mama hatte Geburtstag und ich hatte so einen kleinen Husten und irgendwie hatte der Hund was an der Pfote und dies und das und Abracadabra, Simsalabim. Genau deswegen verdienst du das Geld einfach nicht. Genau deswegen hast du diesen neuen Rang, den du haben möchtest, eben nicht. Weil du nicht das tust, worauf es drauf ankommt. Und das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist Folgendes. Person lernt, wenn du jeden Tag etwas dafür tust, ist nicht der Prospect. Ist auch nicht deine Upline, auch nicht deine Downline, sondern du selbst. Du wirst irgendwann Profi im Bereich Produkt. Du wirst irgendwann Profi im Bereich Kompensationsplan. Du wirst Profi auf dem gesamten Gebiet Jeunesse Global und auf einmal zieht sich ein Rang nach dem anderen, ein Ergebnis nach dem anderen. Das passiert nur dann, wenn du auch täglich das Ganze lebst. Ich kenne Menschen bei mir im Team und diejenigen, die sich angesprochen fühlen, dürfen sich jetzt in die Ecke stellen und sich schämen am besten. Die sind seit 2 Jahren mit dabei und wenn ich ihnen sage, mach mal einen Kompensationsplan, ja, dann ist das schwierig und die kriegen es nicht mal hin. Dann sage ich, Leute, das kann doch nicht sein. Die erste Aufgabe ist doch die, hinzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, ich lerne Kompensationsplan, ich lerne die Produkte. Das ist wie ein Referat auswendig lernen in der Schule. Und das kann jeder von euch. Dafür müsst ihr keiner, dafür braucht ihr keine Ablein, dafür braucht ihr keine Motivation oder Inspiration. Die Pression ist eben sogar drinnen, zur Not unter wieder J-Cloud oben in deinem Backoffice drinnen, hinzugehen und tatsächlich sie runterzuladen und sie einfach mal zu üben. Also für alle 100, mittlerweile über 20 Leute, die hier drinnen sind, setzt euch doch einfach mal das Ziel. Heute ist was für ein Tag? Heute haben wir Dienstag, den 6. November. Sagen wir mal bis zum 15. November, das wäre, oder sagen wir mal bis zum Discover Jeunesse Event. Ja, wir können ja gerne mal eine Wette machen zwischen 120 Leuten. Pro Person 10 Euro meinetwegen oder was auch immer. Ja, die nächsten 120 Leute, die hier drin sind, wenn jeder von euch bis zum Discover Jeunesse Event mal, sagen wir mal, 10 Präsentationen macht, ich garantiere euch, ihr werdet mit 2 bis 3 Menschen extra, die ihr noch gar nicht kennt, auf dem Discover Jeunesse in München sein. Ohne Probleme. Warum? Weil wir die Aktivitäten hochfahren. Ja? Mit den Worten zurück an dich erstmal, Marco. Warte. Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt. So, perfekt. Ja, du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich habe mir über den einen Punkt, den du angesprochen hast, eben, dass Menschen ja sagen wollen, sie wollen das große Geld verdienen. Und dann, wenn du sie aber fragst, mit wie vielen Menschen hast du gesprochen und dann plötzlich sagen, ja, ich habe die Ausrede und die Ausrede. Da habe ich mir mal vor schon länger her, ich schätze so 2 Jahre her, habe ich mir da intensiv damit Gedanken, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Und was ich jetzt sage, ist ganz, ganz wichtig. Es war für mich eins der größten Learnings.
und auch etwas, was für euch sehr wichtig sein könnte. Nämlich, ich habe mir überlegt, warum ist es so, Taylor, dass Menschen hingehen und machen einfach die Dinge nicht. Also wir alle wissen, im Prinzip brauchst du ja gar kein großes Webinar geben und sagen, okay, rede über die Produkte und rede über das Business. Das Ganze wird schon passieren. So, das heißt, je öfter du das machst, je größer wird die Chance sein, dass das Ganze funktioniert. So, das ist mal die Situation. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ist es so, dass die Menschen das nicht tun? Warum ist das so? Und mir ist, das ist schon eine Weile her, aber ich habe mich wirklich mehrere Stunden damit beschäftigt und mir ist es irgendwann eingefallen, dass ich sage, okay, der Schritt, die Belohnung oder die, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ist einfach manchmal zu klein. So, das heißt, ich bin überzeugt davon, wenn alle 121 Teilnehmer, die jetzt hier im Webinar sitzen, sind und wir würden ihnen sagen, tu morgen das und du bist ein Diamond, würden sie es tun. So, das heißt, sie würden es tun, wenn ich hingehen würde und würde sagen, pass auf, du läufst, ich sage jetzt mal was ganz Krasses, du läufst jetzt nach Rom und wenn du dort angekommen bist, bist du Diamond. So, dann werden hier 95% aller Menschen im Webinar sagen, ich mach's. So, werden loslaufen, werden schwitzen, werden Schweiß haben, werden Schmerzen haben, alles drum und dran, aber die werden dahin laufen, weil sie wissen, keine Ahnung, wie lange man dafür braucht bis Rom, in einem halben Jahr bin ich da. Und dann bin ich da und in einem Jahr bin ich da. So, weil sie das wirklich wissen, weil sie dann sagen, okay, das ist perfekt, dann bin ich wirklich frei. Im Umkehrschluss ist es so, dass du, wenn du tatsächlich den Weg gehst und mit so vielen Menschen sprichst, dass die Anstrengung, die du brauchst, viel geringer ist, als bis nach Rom zu laufen. Aber die Belohnungsschritte immer ganz klein sind. So, es ist wie wenn du nach Rom läufst, ob du jetzt einen Schritt machst oder nicht machst, ändert eigentlich gar nichts. Ob du den zweiten Schritt machst oder nicht machst, ändert es im Prinzip auch nicht. Aber ob du permanent am Laufen bist und einen Schritt nach dem anderen machst, ändert einfach alles. Es ändert alles, ob du da bleibst, wo du gerade bist oder ob du wirklich in Rom in dem Fall ankommst. Und genauso ist im Network Marketing auch. Ob du jetzt im Prinzip ein Gespräch machst heute oder nicht, ganz ehrlich, es ändert nichts. Gar nichts. So, ob du jetzt nochmal ein Gespräch heute Abend noch nach dem Webinar machst, ändert auch nichts. Und ob du morgen früh ein Webinar machst, ändert im Prinzip auch nichts. Nur das Problem ist, oder das Gute ist, machst du das jeden Tag, für Tag, für Tag, für Tag, für Tag, für Tag, ändert es alles. So, und da der Unterschied aber zwischen einem Gespräch jetzt tun und nicht tun kaum spürbar ist, ist es einfach so, dass die meisten Menschen es gar nicht machen, weil der Unterschied nicht spürbar ist. Aber wenn du das immer wieder tust, und Eric Worre nennt es ja, verliebe dich letztendlich in den Prozess. So, das heißt, tu einfach das. Er meint ja damit, dass du das, was Taylor eben gesagt hat, immer wieder tust, immer wieder mit Menschen sprichst, immer wieder das Business aufzeigst, immer wieder sagst, okay, wo stehst du, die ganzen Dinge erklärst. So, und wenn du das immer wieder tust, dann hast du am Ende letztendlich ein brutales Ergebnis. Du kommst nämlich da an, wo du wirklich hin willst. Aber die Kunst ist es, sich für die kleinen Schritte zu motivieren. Und wenn man sich überlegt, guck mal, ich sag mal jetzt nach Rom laufen. Ich bleibe mal bei einem Beispiel. Einen Schritt machen und nochmal einen Schritt machen kann jeder von uns. Und nochmal einen Schritt machen kann auch jeder von uns. Nur wer ist wirklich fleißig genug und macht die anderen 50.000 Schritte auch? In dem Fall vielleicht sind es 2.000, vielleicht sind es 5.000, vielleicht sind es 10.000 Menschen, mit denen man irgendwann mal spricht. Vielleicht sind es auch nur 1.000, keine Ahnung. Je nachdem, wie gut eure Quote ist, wie ein bisschen Glück vielleicht dazu. Der eine braucht vielleicht 2.000 Gespräche, der andere braucht vielleicht nur 1.000. Aber letztendlich geht es darum, tust du das wirklich? Tust du das wirklich? Und jetzt geht es darum, wenn du für dich entscheidest, jawohl, ich werde das tun, dann setzt dir irgendwie solche Haken. So, das heißt, im Prinzip, was sind so die nächsten Schritte? Und da finde ich das Beispiel vom Taylor mega gut. Nehmt immer das nächste Event. Nehmt unser Discover Chanesse Event und was jetzt in Kürze stattfinden werde, wo man wirklich sagt, okay, bis dahin mache ich das. So, und dann nehmt ihr das nächste Event, sagt, okay, bis dahin mache ich das. Bis dahin mache ich das. Und setzt euch dann aber tatsächlich Ziele. Ich nehme ein Beispiel. Ich habe eine neue Partnerin gerade registriert im Business. Und wir waren gestern Abend, warst du dann in Viernheim gewesen. Und danach saßen wir noch zusammen. Sie hat gesagt, Marco, lass uns mal einen Plan machen. Ich möchte jetzt das Business richtig gut aufbauen. Dann sage ich, der Plan ist relativ einfach. Hast du deine Namensliste gemacht? So. Und dann hat sie gesagt, ja, die habe ich gemacht. Sag ich, okay, zeig sie mal. Ich habe sie zu Hause vergessen. So, und dann habe ich gesagt, okay, gar kein Problem. Dann hat sie mir später noch ein Video geschickt von ihrer Namensliste. Sag ich, wie viele Leute stehen drauf? Dann hat sie zu mir gesagt, heute Morgen, 1200 Kontakte. Dann habe ich gesagt, ich sag dir den Plan. Wir sprechen mit allen diesen 1200 Leuten. So, das ist der Plan.
So, und wir finden heraus, ob sie offen sind für ein Business. Und wir werden ihnen dann unser Geschäft präsentieren und werden ihnen dann alle Fragen beantworten, werden sie fragen, wo sie stehen auf der Skala und werden dann mit ihnen das ganze Thema durchgehen, dass wir letztendlich gucken, dass die, die wirklich wollen, dass wir die auf eine 10 bekommen und bringen sie ins Geschäft. Also das ist der Plan. So, und sagt sie, ja, das klingt ja einfach, sage ich ja ganz klar. Das sind 1200 Schritte. Das heißt, 1200 Leute stehen auf dieser Liste und es gibt keinen Plan, außer wir reden mit denen. Wir reden einfach mit denen und präsentieren ihnen das. Und das ist das, was zu tun ist. Und das kannst du für dich jederzeit tun. Und wenn du das für dich machst, dann kannst du das auch wiederum mit anderen machen. Kannst du das durchgehen und kannst sagen, hey, pass auf, ich habe es ganz genauso gemacht. Und du tust die Schritte. Und das ist etwas, was ich einfach super finde, wo ich sagen kann, okay, mit ganz kleinen Schritten kann man hier Großes erreichen. Warum finde ich das super? Weil diese kleinen Schritte jeder gehen kann. Und weil man sie nebenberuflich gehen kann, weil man sie hauptberuflich gehen kann, weil man sie einfach mit Fleiß und mit ein bisschen Arbeit einfach tun kann. Und das ist was, warum ich letztendlich ja, Network Marketing sehr liebe, weil hier jeder Einzelne hier im Raum auch wirklich die Chance hat, das zu tun. Vielleicht knüpfen wir an dem Beispiel Rot mal ganz kurz an, ob wir dem Ganzen tatsächlich einfach mal ein Ziel geben. Und zwar, wenn wir nämlich hier über die 120 Leute hier drin, vielleicht laufen wir nicht alle nach Rom und laufen auch nicht nach München, sondern machen das Ganze ein bisschen einfacher. Und zwar, es gibt dieses tolle Beispiel, ich weiß nicht mehr, von wem ich das mal gelesen oder gehört hat oder ähnliches, aber die Zahlen, die stimmen einfach ein Stück weit in der Gesamtzahl, ja, und auch in der Message da drin. So, und man sagt bei Jeunesse, mache 1200 Geschäftspräsentationen und du bist Diamond. Zeige 1200 Menschen die Geschäftspräsentation und du bist Diamond. Und wenn man das jetzt mal runterrechnet, sagen wir mal, du bist so eine richtige Null. Und du kannst einfach nicht, du bist einfach richtig schlecht. Und deine Quote ist nur, also wirklich so richtig schlecht, von 1200 Menschen schaffst du es nur 300 Menschen zu registrieren. Also jeder Vierte lässt sich zu überreden. Also das heißt, du wirst auch nicht besser mit der Zeit, du bleibst einfach stehen und nichts funktioniert. Sagen wir es einfach mal so. Und du registrierst nur jeden Vierten. Jetzt passiert Folgendes. Du hast 300 Leute registriert. Sagen wir mal, nach einem Jahr sind von den 300, die du registriert hast, die Hälfte wieder weg. Passiert im Network Marketing ohne Probleme. Die Hälfte ist weg. Im zweiten Jahr ist wiederum die Hälfte weg und 75 Menschen von den ursprünglich 1200 Geschäftspräsentationen, 300 Gesponserte sind übrig. Von den 75 Menschen meinen es wirklich ernst, vielleicht auch wiederum die Hälfte, vielleicht sind es dann irgendwie 30, 35 Leute. Jetzt ist aber das Ding, wer macht es wirklich hauptberuflich und wer zieht es wirklich durch? Das sind vielleicht 5 bis 10 Leute, aber diese 5 bis 10 Leute, die machen dich tatsächlich zum Diamond, zum Double Diamond, zum Triple Diamond und alles, was darüber hinaus liegt. Und hier ist das Ding, und das ist das Learning, was die meisten Menschen nicht verstehen. Die gehen jetzt hin und sagen, ich mache 1200 Geschäftspräsentationen. Ich sage, um 10 zu finden, die tatsächlich damit dabei sind, dann sind die 1150 Präsentationen, die ich, 1190 Präsentationen, die ich mache, genauso wichtig wie die 10, die ich gemacht habe, die mich am Ende zum Diamond gemacht haben. Wenn deine Quote 1 zu 10 ist, dann weißt du, dass du 9-mal ein Nein dir abholen musst, um die eine Person zu sponsern. Wenn die eine Person aber dein absoluter Rockstar ist und dich halt eben aufs nächste Level bringt, hey, dann waren doch die 9 Neins, die du bekommen hast, überhaupt gar kein Problem. Und wenn du es richtig geil machst, machst du Folgendes. Du hast 300 Menschen gesponsert von den 1200 Geschäftsorganisationen. Jeder Vierte ist also eingestiegen. Die aber anderen 800 in dem Fall hast du dir alle auf einer Excel-Liste aufgeschrieben. Dann, wenn du Diamond gehst, schickst du ihnen deinen Paycheck an jeden Einzelnen von ihnen. Gesagt, ich habe dir damals gesagt, ich werde es durchziehen. Ich verspreche dir, du sponsorst noch einmal die Hälfte davon weg. Und das ist halt eben wirklich ein Quotenspiel. Hinzugehen, seine Zahlen zu kennen und zu wissen, pass mal auf, ich mache 1200 Mal diese Geschäftspräsentation. Und wenn ich keine Lust habe und das 23.30 Uhr ist, 3 Uhr morgens ist, was auch immer, ich mache sie. Hey, dann ist doch der Deal ein echt ein guter. Nicht auf diese Schritte eingehen, lass uns doch ans große Ganze denken. Lass uns doch daran denken, irgendwann einmal mit Unity Global, mit der Firma Jeunesse über 1 Milliarde Dollar im Team Unity Global zu machen. Gemeinsam an die Spitze zu gehen, deinen Diamond zu planen. Weil wenn du den Diamond machst und tatsächlich über 1 Million Euro im Jahr verdienst, hey, dann hast du hunderte,
Tausende, Zehntausende von Menschen in deiner Organisation, die alle 300-500 Euro verdienen, 1.000-3.000 Euro verdienen, aber auch viele dabei, die halt eben 10.000 Euro und mehr verdienen. Was glaubst du, wie viele Menschen du damit mitreißt, wenn du 1.200 Präsentationen machst? Stell dir das mal vor. Und wenn das Ganze 3 bis 4 Jahre dauert, hey, dann dauert das 3 bis 4 Jahre. Das ist doch in Ordnung. Völlig in Ordnung. Aber dann bist du happy, dass du es getan hast. Weil das, was mir dazu als Anmerkung, Taylor, oft auffällt, ist, dass die Menschen versuchen, nur die, ich sag's jetzt mal so, wie du es genannt hast, die 10 Personen zu finden, also nur die 10 Präsentationen zu machen, die sie wirklich zum Diamond machen wollen. So, das heißt, die Menschen wollen eigentlich die 10 Präsentationen machen, von denen, die wirklich einsteigen, die mitmachen, die mitziehen, die Erwartungshaltung und die einfach einem letztendlich zum Millionär werden. Und das ist natürlich falsch. Das wäre, wenn ich sage, ich habe eine Strecke zurückzulegen von 1200 Schritten, aber ich mache nur die letzten 10. Weil die letzten 10 sind einfach schön, da bin ich am Ziel. Die letzten 10, da bin ich motiviert, die mache ich. Sondern das ist das, was man oft sieht. Das heißt, die Menschen machen, die meisten von uns, sei mal ehrlich zu dir selber, wie viele Präsentationen hast du selber gemacht? So, die meisten machen halt 10, 20, 5, 17, 13, 28, 22, 34, irgendwo so dazwischen. So, und glauben dann, dass in diesen die 10 dabei sind. Und jetzt gehe ich mal, ich sage jetzt mal was ganz Krasses. Weil jeder mal, ich meine es auch gar nicht persönlich, aber mal wirklich was ganz Krasses. Wenn man hingeht und sagt, okay, ein Taylor Schweigert, der ja wirklich gut ist, benötigt 1200 Präsentationen, um Diamond zu sein. So, und jetzt ist krass. Was glaubst du, wie viel bist du besser, wenn du nur 30 oder 40 brauchst? Also du musst ja, ich sag mal, 50 Mal so gut sein wie der Taylor. Also wenn du wirklich glaubst, dass du das schaffst mit 30, 40 Präsentationen, musst du ja 50 Mal so gut sein. So, und das ist was man sich überlegen muss. Das heißt einfach, wo sagt, niemand von uns ist 50 Mal so gut wie er. Der Umkehrschluss aber auch, niemand ist 50 Mal so schlecht wie er. So, das ist das Thema. Sondern wir alle sind ungefähr irgendwo gleich. Und wir entwickeln uns. Natürlich ist ein Taylor Schweigert weiter wie du, wenn er schon 1000 Präsentationen gemacht hat und du erst 20. Logisch. Der ist nicht nur weiter im Business, der ist weiter von der Entwicklung, von der Persönlichkeit, von der Argumentation, von der Rhetorik, vom Wissen über Genesse, vom Wissen über Network Marketing, all diese Dinge. Natürlich ist er weiter, weil er es einfach viel, viel, viel öfters gemacht hat. Aber niemand von uns wird 1200 Präsentationen gemacht haben und wird nicht davon leben können. Das wird nicht passieren. So, also musst du wirklich diese Schritte gehen. So, und hakst für dich ab, dass du sagst, jawohl, ich möchte die Person sein, die nur die letzten 10 Schritte geht. Das funktioniert nicht. Deswegen sei fleißig und tu das dann, ja. Ich habe einen echt genialen Tipp noch einfach, und wir haben es jetzt gerade in Istanbul gesehen, und zwar habe ich mich mega darüber gefreut, dass aus dem Münchner Team die wenigsten kennen ihn, aber ein gewisser Jörg Kube mit nach Istanbul geflogen ist, wo ich mich drüber mega gefreut habe, der seit 3-4 Monaten mit dabei ist, auch so an dem Punkt steht, wo wahrscheinlich die meisten hier stehen, wo sie sich fragen, hey, da passiert nicht genug und ich will jetzt endlich mal und warum dies und warum das und andere und dann sage ich zu ihm Folgendes. Ich sage, Jörg, weißt du, wie gut ich das finde, dass du hier bist? Und er sagt, warum? Ich sage, weißt du was? 80% deines Jobs ist einfach nur da zu sein. Und Marco, du hast es eben angesprochen. Warum sind wir so eng mit einem Kelvin, mit einem Mark McDonald, mit Fabian Fitzner, mit Daniel, mit Stefania und so weiter? Viele denken natürlich, weil ich in Dubai wohne und allem drum dran. Ich sag euch eins. Oft war es so in den letzten 2 Jahren, dass in Deutschland die Leute Daniel und Stefania mehr gesehen haben als ich. Weil jedes Mal, wenn sie in Dubai sind, sind sie mit den Kindern, wollen ein bisschen in Ruhe sein und allem drum und dran. Das heißt, ich hatte gar keinen wirklichen Zugang zu ihnen. Aber ich war bei jedem Event mit dabei. Ich habe bei den Events immer in der ersten Reihe gesessen. Ich habe immer zugesehen, dass ich bei den Incentives mit dabei bin, wenn es irgendwie was zu erreichen gab, irgendwie ein Essen zu erreichen gab oder eine Incentive-Reise zu erreichen gab oder was auch immer. Ich habe immer gesagt, ich bin immer mit dabei. Warum? Ich will auf dem Schirm sein. Ich will da mit dabei sein. Ich will, dass sie mich sehen. Ich will, dass sie sehen, okay, da will jemand. Und dann passiert Folgendes. Und genauso ist jetzt zum Beispiel beim Kube. Jörg Kube, der mit uns jetzt in Istanbul mit dabei war, er war 2-3 Tage am Anfang, war so ein bisschen vielleicht zurückhaltend, hat sich das so ein bisschen angehört, aber er war mit dabei bei den Gesprächen mit Daniel, mit Stefania, mit Fabian, Küffi, Marco, Gösel. Wir haben die ganze Türkei geplant gehabt. Wir haben mit den GMs zusammengesessen. Wir haben mit Nada telefoniert. Wir haben all diese, und er hat das alles so ein bisschen nur mitbekommen. Und am 4. Tag oder sowas dreht er so um und sagt, und jetzt ziehe ich das Ding durch.
Was hat er gemacht? Hat irgendwie innerhalb von, der hat sein Telefonbuch in die Hand genommen, kein Scheiß, hat sein Telefonbuch in die Hand genommen, hat gesagt, ich telefoniere jetzt so lange, bis ich die ersten 5 Leute registriere. Boom. Ein Tag später hat der 5 Leute auf ein Ambassador-Paket eingetragen. Ein Tag später. Weil so viel Kraft und so viel Vision und so viel Wissen, was du mitnimmst, einfach nur, weil du mit den Menschen abhängst, das ist brutal. Und Marco, du kannst es 100% wahrscheinlich bestätigen, weil du bist auch überall bei den Events mit dabei, qualifizierst dich für alle Promos und allem drum dran. Also ich kann das nur bestätigen. 80% deines Jobs ist da sein. Und gehen wir einfach mal darauf ein, was ist denn diesen Monat? Das Cover Genesse Event in München. Was ist am 17.? Das ist das Discover Genesse Event. Alle werden wieder sein. Die Frage ist, bist du? Hast du wieder irgendein Fußballspiel, wo du irgendwie hingehst, oder bindest du dir einen Schal um den Kopf und stellst dir die Ultrakurve? Ist auch in Ordnung. Aber sei doch einfach mal beim Discover Genesse Event. Oder wenn du kurz davor bist, Sapphire zu werden, sei am 18. beim Leadership-Tag mit dabei, wo du halt eben Sapphire bist. Oder du siehst halt zu, du nimmst dir 4 Tage frei oder was auch immer und fliegst mal die gesamte Tour mit Daniel, mit Fabi, mit Küffi, mit mir und so weiter, und fliegst die gesamte Tour mit, weil du wahnsinnig viel mitnimmst. Und Marco, du hast ja beim letzten Mal auch die Tour, bei einer der Touren von Daniel, ich glaube, jeden Standort mitgenommen, ja, und ich meine, du lernst so wahnsinnig viel, und 80% deines Jobs, trust my words, ist einfach nur da zu sein. Ja, es ist in der Tat so. Ich kann mich gerade erinnern, es war auch das Gefühl, was bei mir auch gekommen ist. Es war damals die Buchpräsentation von Daniel, die ich komplett mitgenommen habe. Und auch alle anderen Präsentationen. Also war es immer so, wenn wir 5 Standorte gemacht haben, dann war ich mindestens auf 4. Also das ist einfach so die Einstellung, weil ich weiß, okay, wie wichtig es ist. Also viele denken dann, okay, ja, der hat ja eine Wahnsinnseinstellung zum Geschäft oder ein super Mindset oder extrem fleißig oder was. Das ist es gar nicht mal nur, sondern es ist einfach das Wissen, zu wissen, dass man das tun muss. So, dass das einfach eins der wichtigsten Dinge ist. Und wenn du das verstanden hast, dass das sehr wichtig ist, und es ist zum Beispiel, jemand sagt, lohnt sich das jetzt dahin zu gehen zum Beispiel. So, und sagst, rein von Materiellen kannst du natürlich nicht sagen, jawohl, du gehst jetzt heute dahin und dann schreibst du heute einen ein und verdienst $250 und. Aber unterm Strich 1000%ig lohnt es. Warum? Weil sich die Dinge immer lohnen, wenn du dahin gehst. Du gehst dahin, du lernst jedes Mal was. Du gehst hin und kommst 1% besser zurück, wie du vorher warst. So. Und jetzt kommen wir wieder aufs gleiche Spiel wie mit den Schritten. So, jetzt kommst du 1% besser zurück. Ja, 1% ist nicht viel. Logisch ist 1% nicht viel. Wenn du aber 100 Mal in einem Jahr hingehst, dann bist du doppelt so gut wie davor. So. Und das ist einfach die Wahrheit. Das heißt, wenn du 100 Mal auf dem Webinar bist, wenn du 100 Mal auf dem Event bist, wenn du 100 Mal da bist, bist du doppelt so gut. Jetzt geht es einfach den Punkt, jetzt machst du das noch ein zweites Jahr, dann bist du schon 4-mal so gut. Jetzt machst du das noch ein drittes Jahr, dann bist du 8-mal so gut, wie du am Anfang warst. So. Und das sind einfach die Situationen. Stell dir Folgendes vor, du bist in 2 bis 3 Jahren 8-mal so gut wie heute. Und dementsprechend wird dann dein Business ja nicht 8-mal so groß sein, sondern das potenziert sich ja, sodass du noch viel, viel, viel stärker wirst. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auf diese Events zu gehen. Und wir promoten das nicht, weil wir sagen, okay, es ist für uns wichtig, dass keine Ahnung, die letzte Stuhlreihe auch noch gefüllt ist. Sondern es ist einfach so, weil wir natürlich wollen, dass jeder, der das in diesem Geschäft wirklich sein Leben verbessern möchte, das auch tun kann. Und das ist halt einfach ein Punkt, wo wir nicht, wir kommen nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum, das zu tun. So, und jetzt kommt wieder der gleiche Punkt. Wenn du sagst, okay, ein Taylor geht 100 Mal im Jahr auf ein Event. So, wie viel musst du besser sein, wenn dir 5 Events reichen? So, stell dir immer die Frage. So, wie viel müsst du besser sein? Du müsstest ja 20 Mal besser sein wie er. Bist du das? Nein. So, aber du bist ja nicht 20 Mal schlechter. Das ist das gleiche Beispiel wieder. Aber wenn du die 100 Events besuchst, dann bist du derjenige, der Rockstar wird. Dann bist du derjenige, der die Verbesserung macht. Dann bist du derjenige, der von Jahr zu Jahr zu Jahr einfach besser wird. Und irgendwann, wir brauchen auch nicht drüber diskutieren, nicht alle von uns heute in diesem Webinar sind in der Lage, ich sag's jetzt mal einfach, so viele Menschen zu sponsern, Stand heute, damit es reicht, um Diamond direkt zu machen. Aber alle sind in der Lage, sich Schritt für Schritt für Schritt zu verbessern, um in den nächsten 2 bis 3 Jahren dahin zu kommen, um dann gut genug zu sein, um diese Leute innerhalb von 2 Jahren zu sponsern. So, das heißt, selbst wenn du heute, ich sag mal wirklich, nehmen wir mal ein Beispiel, was jetzt du wahrscheinlich nicht sein wirst, aber nehmen wir ein Beispiel, du bist die größte Pfeife dieses Webinars. Sag es mal ganz krass, das bist du. So, und es gibt keinen, der schlechter ist wie du. So, und
und du gehst jetzt hin und du wirst 3 Jahre brauchen, in denen du nichts machst, du bekommst nichts gebacken, außer dass du besser wirst. Du bekommst nichts gebacken. Keinen Dollar, keinen Cycle, kein, nichts, nichts. Außer du wirst pro Event 1% besser. So, und jetzt bist du plötzlich in 3 Jahren 8-fach, 10-fach, 15-fach so gut wie heute. Und plötzlich bist du in der Lage, dass du nicht mehr die größte Pfeife dieses Webinars bist, sondern der bist, der an der Spitze steht. Und plötzlich bist du in der Lage, in den nächsten 3 Jahren 200 Menschen zu sponsern. Was ist dann passiert? Du hast 6 Jahre gebraucht, um von der größten Pfeife zum Million-Dollar-Earner zu werden. Und das ist was, was man verstehen muss. Natürlich ist nicht jeder Stand heute so weit, dass er sofort morgen das komplette Business auf den Kopf stellen kann. Aber jeder ist so weit, um besser zu werden und ihm irgendwann in den nächsten 3 Jahren den Punkt zu erreichen, um dann das zu können, um wirklich in den nächsten Folge 3 Jahren das Ganze wirklich komplett rocken kann. Und das ist was, was ich unglaublich spannend finde, wo ich wieder zum Anfangsthema komme. Das ist ein Grund, warum ich Network Marketing liebe, weil vollkommen egal, man kann jedem, der hier im Webinar ist, das Gleiche sagen. Nur was du entscheiden musst, ist, ob du wirklich die Ausdauer hast, die Power hast, den Willen auch wirklich dazu hast, ob du hungrig genug bist, auch bereit bist, den Schritt zu gehen und die einzelnen Schritte zu machen, um dabei besser zu werden. Und jetzt ist ja das Schöne im Network nicht, dass man sagt, okay, lern jetzt mal 3 Jahre und danach darfst du anfangen, sondern du wirst ja in dem Prozess, kann es ja passieren, dass du sogar beim Lernen Menschen einschreibst. Und es kann ja sogar passieren, dass du beim Lernen plötzlich gute Menschen gewinnst. Und es kann sogar passieren, dass du beim Lernen schon Geld verdienst. Es kann sogar passieren, dass du beim Lernen schon Sapphire wirst, schon Sapphire 25, Sapphire 50 wirst. Und du wirst trotzdem noch lernen und wirst besser werden und besser werden und besser werden. Und das Business wird immer cooler sein. Und das ist etwas, was ich, ja, ich liebe es einfach und ich werde es niemals müde, immer wieder zu sagen, nutzt diese Dinge, die wirklich da sind. Nutzt vor allen Dingen, und das sage ich jetzt ganz krass, nutzt die Menschen, die da sind. Nutzt die Menschen, die da sind, um sich auszutauschen. Und wenn ihr hingeht und zeigt es einfach, dann ist es so, dass wenn wir zum Beispiel, ich sage es mal ganz einfach, wir sind in einem, die Frage ist ganz gut, wir sind zum Beispiel in Rom auf der Convention gewesen und ich kann mich erinnern, Küffi, der gerade neben ihm sitzt, wir haben uns kurz da hinten getroffen und wir haben nichts anderes diskutiert, als wir da hinten waren, wie können wir gegenseitig besser werden? Was muss er besser machen? Was kann ich besser machen? Was können wir tun, um besser zu werden, um morgen ein besseres Ergebnis zu haben? So, das ist das, was man wirklich macht, was unglaublich Spaß macht und was wiederum zeigt, egal welchen Rang du hast, wir sind alle ganz am Anfang, wir sind alle noch so, dass wir sagen wollen, wow, wir sind ganz, ganz, ganz weit weg von da, wo wir hinwollen. Aber wir haben erkannt, wie wichtig es ist, gegenseitig sich zu unterstützen, das volle Potenzial zu entfalten und immer wieder weiterzukommen. Vielleicht, Taylor, hast du noch einen Tipp in die Runde, wenn es wirklich darum geht, sich, weil ich weiß ja, bei dir war es ja auch, ich sag mal, jetzt nicht falsch verstehen, aber du bist ja nicht eingestiegen und es ging nur nach oben, sondern du bist ja eingestiegen und es kamen auch mal Rückschläge und alles drum und dran und es gab auch mal Tiefs, wo man denkt, boah, da möchte ich jetzt lieber nett sein, aber heute sieht die Welt natürlich anders aus. Vielleicht hast du einen Tipp für Menschen, die sagen, ja, ich habe das ja alles verstanden, ich glaube das auch, aber ich habe jetzt schon 100 oder 200 Schritte gemacht, aber irgendwo, ich sehe noch nicht, dass ich groß weitergekommen bin. Ich mache jetzt schon ein halbes Jahr und ich bin einfach noch nicht so weit, wie es mir vorstellt. Hast du einen Tipp an diese Menschen? Wie können sie durchhalten? Wie können sie sich motivieren? Was ist das, was dich angetrieben hat? Was ist das, was dich immer motiviert hat, einfach auch noch die nächsten 1000 Schritte zu gehen, wenn die ersten 200 noch nicht ganz perfekt waren? Absolut. Geht definitiv. Die Sache ist folgende gewesen. Als ich damals gestartet bin, war das allererste, was mich am meisten mir den größten Rückschlag verpasst hat, und die größte Links-Rechts-Kombination mir verpasst hat, so nach dem Motto, war damals, dass meine engsten Leute, auf die ich eigentlich vertraut hatte und wo ich gesagt hatte, wo ich dachte, dass es Freunde und Familie waren, so nach dem Motto, dass diejenigen waren, die am meisten gegen mich gegangen sind und die am meisten gezweifelt hatten. Heutzutage, rückblickend, weiß ich, dass das mehr ein Schutz war. Dass sie mich in Schutz nehmen wollten, weil sie natürlich das, was wir tun, einfach nicht verstanden hatten oder auch noch nie erklärt bekommen haben. Das war damals für mich, weil du gerade gesagt hast, es ging mit Sicherheit nicht nach oben. Es ging in wahnsinnig kurzer Zeit, rückblickend, nach oben. Aber dato,
In dem Moment habe ich gerade gedacht, also da habe ich gedacht, das ist eine absolute Vollkatastrophe und es war einfach für mich einfach, ja, schwierig zu dem Zeitpunkt. Aber lass uns doch einfach ein praxisnahes Beispiel nehmen oder auch eine praxisnahe Übung nehmen, die wir einfach auch diesen Monat einfach gemeinsam umsetzen können. Wir haben in weniger oder beziehungsweise in 11 Tagen tatsächlich das Discover Jeunesse Event in München. Und ich weiß, viele der Teams, die wir haben, kommen aus dem süddeutschen Raum. Egal, ob wir über den Bodensee sprechen oder ob wir über München selber sprechen, Stuttgart, Nürnberg und so weiter. Aber viele Leute halt eben auch aus Hamburg, viele Leute aus NRW, Frankfurt die Ecke, Mannheim bei dir, Marco, und so weiter. Die Frage ist halt eben, lohnt sich dieses Event für dich? Das ist die allererste Frage, die man sich mal stellen muss. Lohnt sich dieses Event für dich? Und könnte sich dieses Event eventuell auch für Menschen lohnen, die ich kenne und die ich gegebenenfalls schon auf Network Marketing, gegebenenfalls im Network Marketing schon mal darauf angesprochen habe? Oder lohnt es sich auch für Menschen, die ich noch nicht darauf angesprochen habe? Ja? Das ist halt erst einmal vorneweg erstmal die Frage. Jetzt passiert Folgendes. Es sind 11 Tage bis dato. Lass uns doch mal die Entscheidung treffen, hinzugehen und zu sagen, pass auf, in den nächsten 11 Tagen sprichst du selber einfach mal mit 10 Menschen darüber, dass sie an diesem Wochenende mit dir nach München kommen, ja, ihr euch ein schönes Wochenende macht oder euch einen schönen Tag macht gemeinsam und du der Person das zeigen möchtest, was dich jeden Tag motiviert, wo du deine Zukunft drin siehst. Mit 10 Menschen einfach mal drüber zu sprechen. Ich warne dich vor, es kann sein, dass du einen Bus mieten musst. Es kann sein, wenn du sie richtig einlädst. Im schlimmsten Falle hast du vielleicht 1 bis 2 Gäste mit dabei. Im schlimmsten Falle. Diese 2 Gäste oder diese 1 bis 2 Gäste, warte mal ganz kurz, gib mir eine Sekunde. Marco, kannst du mir einen Gefallen tun und das mal raussetzen? Ja. Danke. Man muss sich mal vorstellen, dass wenn man das jetzt tatsächlich tut, hinzugehen und tatsächlich in den nächsten 11 Tagen genau das tut, worauf es eigentlich drauf ankommt, was man eigentlich jeden Tag tun soll. Und dann werdet ihr sehen, dass die Ergebnisse tatsächlich kommen werden. Und dann ist genau eine Sache bei mir passiert. Ich habe mich in den Prozess verliebt. Und zwar, ich habe mich in den Prozess so weit verliebt, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich X tue, kommt Y bei raus. Ich muss X nur öfters tun und mehr Y kommt bei raus. Und genau das habe ich getan. Tag für Tag für Tag für Tag. Und da sind wir an dem Punkt. Jeden Tag Tag mit Menschen über das Geschäft zu sprechen, einfach Ergebnisse tatsächlich zu produzieren. Network Marketing ist am Anfang ein Geschäft, was wahnsinnig ehrlich ist. Wir haben, ich spreche ganz, ganz oft mit Menschen darüber und ich bin so froh, dass Network Marketing ist ein Geschäft, was so brutal und ehrlich ist, dass ganz, ganz viele Menschen halt auch teilweise entlarvt werden, die halt eben einfach nichts tun. Die erzählen, dass sie was tun, aber nichts kommt bei rum. Und das ist immer so ein bisschen die interessante Sache daran, dass wenn du aber was tust, du aber das 10-fache halt eben zurückbekommst. Vielleicht nicht in dem gleichen Monat und vielleicht nicht in den darauffolgenden Tagen, aber definitiv in den Wochen und Monaten danach. Da kannst du dich drauf verlassen. So war es bei uns und so war es bei vielen anderen eben auch. Ja? Also das heißt, lass uns doch einfach mal das Discover Jeunesse Event als Ziel nehmen, ja, dass du nicht alleine dorthin kommst, sondern mal mindestens mit 2, 3 Partnern. Und wenn du schon ein kleines Team hast aus 2, 3 Partnern, ruf sie heute Abend noch an und frag sie, was deren Ziel ist, ob sie Tickets gekauft haben und dann tatsächlich festzuhalten, die darauf festzunageln, dass sie dann kommen mit ihren Leuten. Und dann schaffst du es tatsächlich, auf einmal eine gewisse Dynamik reinzubringen. Und der November wird ein Monat, in dem wir wieder Rekorde brechen. Und ich verspreche dir, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Am 1.12. wirst du dir in den Arsch beißen, dass du diesen Monat wieder nicht alles gegeben hast. Es ist einfach Fakt. Warum? Wieder wird es einen Rang geben, wieder wird es hier jemanden geben, der das geschafft hat, der das geschafft hat und Ähnliches. Deswegen glaub es mir, diesen Monat zu nutzen, die Synergie zu nutzen von all dem, was gerade zusammenkommt. Wir haben jeden Tag Webinare, jeden einzelnen Tag mit tollen Sprechern. Mit Sprechern wie Marco haben wir die Trainings mit dabei, wir haben Andreas Küffner mit dabei, wir haben verschiedenste andere Direktoren und Sapphire mit dabei, die Präsentation sprechen, die das für euch machen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist Menschen einzuladen. Warum nutzt ihr es nicht? Die Frage ist, wenn ihr es nutzt, bekommt ihr Ergebnisse, nutzt ihr es nicht, dann habt ihr natürlich auch keine Ergebnisse, aber dann müsst ihr euch auch nicht die Frage stellen, warum ihr nichts im Network oder warum ihr einfach im Network Marketing keine Erfolge feiert.
Und ich glaube, die Message ist angekommen, täglich für das Geschäft zu leben, dem Prozess tatsächlich zu vertrauen und diesem zu lieben und die nächsten 11 Tage einfach mal für sich selber zu nutzen, für das Discover Jeunesse Event in München, weil dort wieder die Besten der Besten auf der Bühne stehen werden für dich. Du bist mit dabei, kriegst die Atmosphäre mit und genauso halt eben auch deine Interessenten. Ja? Perfekt, ich glaube, da kann man gar nicht mehr viel dazu sagen und ja, möchte euch letztendlich hier die Daumen drücken dafür, dass ihr die richtige Entscheidung für euch trifft, dass ihr einfach die Entscheidung trifft, das zu nutzen, die Events zu nutzen, weil auch jeden Tag das Webinar ist ein Mini-Event und diese Events zu nutzen, die Online-Events zu nutzen und natürlich unser Discover Jeunesse dann am 17. in München und am 18. natürlich noch den Sapphire-Tag. Ich freue mich drauf und ja, freue mich letztendlich für jeden Einzelnen, der heute Abend hier war. Die ganze Zeit konstant über 120 Teilnehmer. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an dich, Taylor. Sag bitte ganz liebe Grüße in die Runde bei euch. Vielen Dank für deine Zeit. Morgen Abend im Übrigen, morgen Abend um 20 Uhr gibt es die Unity Global, das Unity Global Opportunity Meeting. Bedeutet morgen Abend mit Ruby Director Andreas Küffner. Und meiner Wenigkeit. Das heißt, wir sind dann live und da gibt es die komplette Geschäftspräsentation inklusive Geschäft von uns. Und ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also morgen Abend um 20 Uhr unter dem gleichen Link für eure Interessenten und für dich selber. Selbst wenn du schon interessant bist, sei mit dabei, warum du lernst immer und immer und immer und immer wieder mehr. Ansonsten freue ich mich darauf. Danke dir, Marco, für das Training immer, das du gibst. Das ist immer wahnsinnig wertvoll für ganz, ganz viele Leute da draußen. Das weiß ich, weil viele mir das Feedback dann immer zuspielen. Also von daher vielen, vielen Dank auch dafür. Und ich freue mich auf die nächste Zeit. Ich freue mich auf diesen Monat. Wir sind erst am 6. und wir haben die ersten 6 Tage tatsächlich jetzt mal bei uns im Team so viel Umsatz gemacht wie in 3 Wochen vom letzten Monat. Also es war schon, das ist schon Wahnsinn. Deswegen, ich freue mich drauf auf die Ziele, die wir jetzt einfach gestalten, auch gemeinsam im Team. Richtig cool. In diesem Sinne, vielen Dank. Schönen Abend noch an euch alle. Ciao, ciao. Ciao, ciao.